Ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play World of Warcraft. World of Warcraft Classic. Nämlich auf den Wrath of the Lich King Classic Servern bin ich. Und naja, wie man jetzt unschwer erkennen kann, wir stehen kurz vor dem Anfang von The Burning Crusade, dem ersten Add-on, was damals rauskam. Die ganzen Levels aus Azeroth haben wir nun hinter uns gebracht. Es gab den Rauschen Reisen, Debuff oder Buff vielmehr, durch den wir schneller leveln konnten. Das müsste dann jetzt Folge 73 sein, wenn ich mich nicht recht täusche. Und ja, dann geht es nämlich jetzt genau eben mit jedem dunklen Portal los. Ich kann mal einen kurzen geschichtlichen Abriss geben, sofern ich mich noch erinnere. Die Orks kamen damals in die Welt von Azeroth durch einen großen Knall, nämlich die Öffnung des dunklen Portals hier. Und wir sehen schon hier im Umfeld, wenn ich mal kurz die Karte aufmache, das dunkle Portal hier in den verwüsteten Landen. Rat mal, worum die verwüsteten Lande verwüstet sind. Nämlich durch die Öffnung des dunklen Portals. Es gab hier einen großen Krater und einen riesengroßen Knall. Und das große dunkle Portal war eben der Grund dafür. So, ursprünglich geöffnet mit tödlicher Fellmagie war es, glaube ich, vom Hexenmeister, vom orkischen Hexenmeister Gul'dan, der für die Brennende Legion arbeitet. Brennende Legion ist so allgemein der Hauptfeind, ne? Und der Ableger von der Brennenden Legion, die Geißel, um die geht es dann in Wrath of the Lich King. So, das so ein bisschen als grobe Übersicht nochmal. Und ja, das, also sagen wir mal so, um es mal von vorne anzufangen. Es war ja so, dass ich ein recht volles Inventar hatte. Das ist jetzt nicht mehr so. So, für meine Verhältnisse ist das Inventar relativ leer. So, die doofen Machtkristalle, die habe ich noch nicht im Ungoro-Krater eingetauscht. Da bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, dahin zu latschen. Ansonsten, Questlogbuch ist jetzt auch verhältnismäßig leer. Bevor wir jetzt gleich loslegen, ist das meine Skillung. Nur nochmal so, um das mal der Vollständigkeit halber zu zeigen. So, damit bin ich jetzt so alleine zum Leveln ganz gut klargekommen. Instanzen haben wir nicht gemacht, weil es geht halt einfach keine Instanz auf. Was willst du machen? Was nicht ist, ist halt nicht. So, eventuell kann ich im Verlaufe des Hochspielens den Willensentzug rausnehmen, je nachdem wie dann die Ausrüstung ist, sodass man den Willensentzug gerade nicht braucht. Momentan ist es so, dass Torgrim sehr viel mehr Mana regeneriert, als er eigentlich verbraucht. Zumindest im Standardfall, wenn man irgendwo rumläuft und irgendwelche Viecher tot kloppt. Für Raids muss man das dann, oder irgendwelche Instanzen, falls doch mal was passiert, muss man dann eventuell gucken. Ich habe auch schon daran überlegt, hier noch unten an der Schattenskillung irgendwie was rauszunehmen. Wenn es jetzt so passieren sollte, sagen wir mal, dass die meiste Ausrüstung größtenteils auf Willenskraft verzichtet, da kann man vielleicht sogar den Okkultismus auch rausnehmen und stattdessen etwas mehr in Disziplin investieren. Weiß ich noch nicht, ist... steht alles irgendwo noch in den Sternen geschrieben, wie wir das machen. Ja, das hier ist das Basislager für den Angriff auf das dunkle Portal. Und wir sprechen einfach mal mit dem Wachkommandanten Netherschwund, der jetzt für uns wahrscheinlich alles organisieren wird. Hallo, mein Freund. Vor nicht allzu langer Zeit war dieser Ort Schauplatz einer schrecklichen Schlacht, ja? Die Verteidiger von Nethergarde und die Agentumdämmerung, das haben wir in voll den letzten Folgen schon gesehen, wer die an den Agentumdämmerung ist, dieser Paladin-Club da, hielten gemeinsam die Dämonen in Schach, welche in schier an endloser Zahl durch das Portal drängten. Es waren finstere Zeiten voller Blutvergießen und Verzweiflung. Doch wenig später trafen die Armeen der Königreiche von Azeroth ein und sie drängten die Monster zurück. Der Kampf wird nun auf der anderen Seite des Portals fortgesetzt. Es ist nun ruhig hier in diesem Lager, allerdings fürchte ich, dass die jetzige Ruhe den Wahnsinn Lügen straft, welcher hinter dem höllischen Portal lauert. Das werden wir genau sehen, durch das Portal. 20 Jahre lang stand das dunkle Portal still, ein Symbol für längst vergangene Zeiten. Doch nun ist es nicht mehr still. Er sieht sich um. Ich habe nicht geglaubt, dass ich den heutigen Tag erleben werde. Aber hier stehen wir nun und schauen tief in den Abgrund. Nämlich genau da, in den Abgrund. Auf der anderen Seite des Portals sind wir in einem grausamen Krieg gefangen. Ein Krieg, den wir nicht ohne Hilfe gewinnen können. Ihr müsst durch das dunkle Portal reisen und unseren Truppen helfen. Meldet euch umgehend bei Kommandant Duron,
Duron erwartet euch in der Scherbenwelt. Reist durch das dunkle Portal, sucht Kommandant Duron, erwartet euch auf der anderen Seite in der Scherbenwelt. Die Scherbenwelt war nicht immer eine Scherbenwelt, sondern die Scherbenwelt hieß eigentlich Draenor und ist die Heimatwelt der Orks. Eigentlich die Heimatwelt der Orks. Nur weil Gul'dan sich mit seiner Fellmagie bezüglich des dunklen Portals ein bisschen verzettelt hat, ist es leider so gewesen, dass er seine eigene Heimatwelt gesprengt hat. Mit der Öffnung des dunklen Portals seine eigene Heimatwelt gesprengt hat. Und daher wurde Draenor dann zur Scherbenwelt. Und das ist ganz wörtlich zu nehmen, weil man sieht hier oben an der Karte schon am Rand, dass da so ein bisschen das Himmelsgestirn angedeutet ist. Es ist tatsächlich eine große Kontinentalscherbe und man kann tatsächlich, wenn man hier über den Rand springt, auch runterfallen, also ins Nichts fallen und sterben. Das geht. So, deswegen man sich dem Rand unter Umständen vielleicht nicht so ganz nähern sollte. Aber das nur am Rande. Ich bin mir sicher, dass damals in vergangener Zeit auch einiges an PvP stattgefunden hat, was das Runterschmeißen von der Scherbe beinhaltete. So, da kann man jetzt gerade sehen, da greifen die Dämonen an und werden hier von heldenhaften Verteidigern der Allianz tatsächlich und auch der Horde zurückgehalten. Das Ganze geht endlos so weiter. Man könnte sich hier dran gütig tun und lustig anfangen zu fahren. Momentan sind die Gegner aber noch Stufe Totenkopf, weswegen es für uns Brötchen eigentlich eine ganz gute Idee ist, wenn man das gerade mal so sein lässt. Ne? Kommandant Duron, das ist hier. Was möchte er nun von uns? Willkommen in der Scherbenwelt, Torgen. Willkommen im Albtraum. Ja, ich sehe es gerade. Auch wenn das erste Expeditionskorps es unbeschadet hergeschafft hat, versucht die Legion nun das Portal zurückzuerobern und unsere Verstärkung daran zu hindern, es zu durchschreiten. Ich würde euch gerne hier einsetzen, aber unsere Truppen und die Soldaten der Horde können die Kolonnen der Legion, die diese Plattform erobern wollen, selbst zurückhalten. Ihr müsst dorthin, wo ihr am meisten gebraucht werdet. Dann gehen wir dahin, wo wir am meisten gebraucht werden. Ankunft in der Scherbenwelt. Ich möchte, dass ihr mit Amish Wildhammer sprecht. Ihr findet ihn etwa 30 Schritte südlich von hier. Nehmt ihr den ersten Flug zur Ehrenfeste. Wenn ihr dort angekommen seid, werdet ihr von Marschall Isildur begrüßt werden. Gebt ihm diese Empfehlung, in der ich notiert habe, wo ihr meiner Meinung nach am hilfreichsten sein könntet. Ich habe euch einen Befehl erteilt, Soldat. Nun, hier folgt mit euch. Und wenn ihr darauf brennt, uns im Kampf gegen den Feind zu unterstützen, dürft ihr keine Zeit verschwenden. Die Ehrenfeste braucht euch sogar noch mehr als wir. Aber ich muss mal wieder vorlesen lernen. Es ist jetzt ein Dreiviertelmonat her, dass ich zum letzten Mal das hier gespielt habe. Man merkt es auf jeden Fall. So, dann ist er hier derjenige, welcher uns jetzt zur Ehrenfeste schickt. Da unten im Übrigen ist das Portal nach Sturmwind. Das heißt, ich werde es so machen. Bislang hatte ich ja immer den Ruhestein in der Tiefwassertaverne in Minnethil, um Essoroth besser bereisen zu können. Das werde ich jetzt nicht machen. Wir werden uns gleich den Ruhestein in die Ehrenfeste legen. Und von der Ehrenfeste aus kommt man per Flug ziemlich genau zu ihm hier und damit auch schnell wieder nach Sturmwind zurück. Damit ist Ehrenfeste the place to be in Sachen Ruhestein. So. Dann kann man auch gerade mal sehen, die Ehrenfeste ist da irgendwo in der Mitte, das werden wir jetzt sehen, er wird uns da ja jetzt hinschicken. Ankunft in der Scherbenwelt, Durons Bericht, ich habe gehört, wie ihr mit Duron gesprochen habt, ihr müsst einen wichtigen Auftrag haben. Habe ich auch, mein Freund. Berichte für die Ehrenfeste, kein Problem, einer meiner Greifen wird euch schnell und sicher dorthin bringen. Werde ich euch einen Flug direkt zur Ehrenfeste besorgen, sprecht dort mit Marschall Isildur, gebt ihm Durons Bericht, er wird sich freuen, einen weiteren Rekrut aus der Heimat zu sehen. Ich bin mir sicher, dass die Informationen sehr wichtig sind, genau, natürlich. Schickt mich zur Ehrenfeste, schwupp, es ist der einzige Flugpunkt, den wir momentan haben. Und dann können wir direkt mal einen kleinen Blick nehmen. Das ist das dunkle Portal, gar nicht mal so klein. Da unten tobt die Schlacht gegen die brennende Legion. Das sind alles Legionsportale hier. Diese beiden grünen Kristalldinger hier. Da unten sieht man schon die ganzen widerlichen Gestalten rumkreuchen. Ihr kriegt alle noch was auf die Backen. Pass mal auf. Hier auch überall die Portale. Die müssen alle weg. Die müssen alle weg. Sind wir uns einig, dass wir die alle platt schießen, ne? Ich glaube ja. So, da drüben ist noch alles irgendwie im Arsch. Das sieht nach einer zerdonnerten Hordestätte aus.
Auf jeden Fall ist das alles verkohlt und kaputt. Das hier vorne ist auch verkohlt und kaputt. Und diese nicht mehr ganz intakte Festung ist dann die Ehrenfeste. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man als Allianzfraktion oder generell als Fraktion schnell mal eben eine Festung bauen, die dann auch noch im Arsch ist? Antwort: gar nicht. Die Festung ist schon vorher hier gewesen bei einer Abordnung aus Allianzstreitkräften, nämlich aus dem vorherigen Krieg. Tatsächlich aus dem vorherigen Krieg. Es gab am Ende des Spiels Warcraft 2, des Echtzeit-Strategiespiels Warcraft 2, gab es ein Add-on. The Dark Portal hieß das, glaube ich. Und in diesem Add-on The Dark Portal befehligte man eine kleine Streitmacht, welche sich auf die Welt, in die Welt nach Draenor, das heißt in die Scheibenwelt, aufgemacht hat. Und diese Streitmacht ist am Ende der Schließung des dunklen Portals zurückgeblieben, nämlich auf Draenor zurückgeblieben. Das dunkle Portal schloss sich und diese ganzen armen Säcke hier, Saftsäcke hier, die mussten leider dann ihr Dasein fristen und haben dann 20 Jahre lang jetzt hier im Nichts rumexistiert und sind jetzt erst wieder an die Welt von Azeroth angeschlossen. Da sagte ich hier schon, seit 20 Jahren sitzen wir nun in diesem Höllenloch fest. Nicht mehr lange. Ich renne schreiend durch das verdammte Portal. Ich will meine Lieben endlich wiedersehen und wissen lassen, dass der verblasste Text hätte schön sein können. So. Also genau. Deswegen, wenn man jetzt hier ranzoomt, mal. Die haben alle graue Haare so ein bisschen. Das sind alles Kampf-Opis. Und Omis natürlich auch. Ja. Das hier ist jetzt die neue Kompanie, die wohl angekommen ist. Aber jeder, der oder die hier länger stationiert ist, sie hier zum Beispiel, gehören alle zu der originalen Belegschaft, die hier seit 20 Jahren tatsächlich die Stellung halten. Hält der in Haft, muss man mal sagen. So, Marschall Isildur, hier. Isildur, wie der auch einfach Isildur heißt, wie Herr der Ringe, glaube ich, ne? Irgendwie sowas, da war doch was. Reise zur Ehrenfeste. Unsere Expedition zu dieser verlassenen, zerschlagenen Welt wäre fast zum Stillstand gekommen, Torgrim. Wir haben mehr Widerstand erfahren, als wir dachten. Als ob die brennende Legion nicht schon schlimm genug wäre, gibt es in diesen Ländern Schrecken, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Klar. Ja. Ist ja immer so. Hat auch eine fancy Ausrüstung an, ne? So wie der so aussieht. World of Warcraft Classic ist das, glaube ich, die PvP-Ausrüstung für Magier gewesen. Irgendwann so vom Aussehen her. Ein bisschen merkwürdig, aber naja. Marschall Isildur spuckt in den Staub. Nun ist es an der Zeit, dass ihr euch bei euren Sold verdient. So, meldet euch sofort bei Truppenkommandant Trollban in der Ehefeste. Er und seine Berater werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Er salutiert teilnahmslos für die Allianz. Okay, also einmal in das große Häuschen da drüben rein. Weil das ist dann ja die Feste, nehme ich an. So, sie kann ich theoretisch damit auch wieder zurück. Ah, ja, genau. Theoretisch könnte ich wieder zurück zum Portal und damit dann auch nach Sturmwind zurückkehren, um dann schnell wieder in die Hauptstadt der Allianz zurückzukehren. So. Dann ein Briefkasten. Endlich ein Briefkasten. Auktions der Allianz. Auktion abgelaufen. Wäre auch schön, wenn mal jemand was gekauft hätte. Aber naja, gilt. Was willst du machen? Es hat alles alter Kram. Man stellt es halt einmal rein, um zu sehen, ob es vielleicht jemand braucht. Aber danach schmeißt es halt doch in den Vendor rein. So. Dann war hier Rezept heißer Hetzer, Kochkunst 300 habe ich noch nicht kurz. Nein, ich habe Kochkunst 287 von 300. Nicht. So ein Mist. Dann muss ich das dringend noch nachdrucken. Aber das Rezept kaufe ich mir schon mal. Einfach nur, damit ich das schon mal in der Tasche habe und das nicht vergesse. So, weil den heißen Hetzer werden wir mit Sicherheit brauchen. Aber ich wollte ja schwupp mir den Ruhestein hier hersetzen, was sehr schön ist. Ja, und mit Burning Crusade geht dann auch zum allerersten Mal die gesamte Edelstein-Seuche los. Wobei, solche kann man ja nicht sagen, aber das ganze Edelstein-Gedönse geht los. Der Juwelier als Beruf wurde mit The Burning Crusade eingefügt. Und hier kann man sich seine allerersten sehr, sehr schwachen Edelsteine verdienen, die einen sehr, sehr schwachen Bonus geben.
Bedeutet, sobald wir irgendwo irgendwann mal einen Gegenstand finden, der sockelbar sein sollte, könnte man damit theoretisch dann auch diesen Gegenstand verbessern. So. Kirschnerei, ja, okay, das ist alles relativ egal. Es gibt natürlich hier die Fortführung aller Berufe. Ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt hier die Fortführung für Kräuterkunde ist. Ich glaube, ich möchte einmal nach da oben gehen, in den typischerweise Magierturm, würde ich mal schätzen. Glaube, ich erinnere mich daran. Was ist da hinten? Verwalter Dinalus. Ehrenfeste, er ist also egal. Reagenzien ist gut. Reagenzienhändler ist zum Beispiel schon mal sehr gut. Hier, oh, hier gibt es auch alchemische Fiolen. Das ist auch sehr, sehr gut. Hochheilige Kerze, heilige Kerze. Okay. Alchemie-Meisterlehrer. Kann ich das schon benutzen? Ich habe Alchemie, glaube ich, noch nicht ganz auf 100. Oder habe ich das schon? Doch, ich habe Alchemie auf 100. Okay. Schwupp-Meisterprüfung. Direkt noch den restlichen Kram lernen. Bin ich jetzt hin? Elixier des Ansturms, Elixier des Adepten. Okay, Becksilbersalbe habe ich auf der K, habe ich auf der Bank genug. Teufelsgras pflücken wir jetzt noch. Elixier des Adepten, Traumblatt und Teufelsgras. Sehr, sehr schön. Gut, würde ich sagen, damit kann man auf jeden Fall trainieren. Und eine flüchtige Heiltrank, goldener Sansam und Teufelsgras. Einen flüchtigen Heiltrank. Okay, und der Rest ist eigentlich erstmal irrelevant. Ich würde gerne den Läuterungstrank noch ein bisschen brauen, aber mir fehlen noch Eiskappen. Wenn ich einen Rappel kriege, gehe ich nochmal offscreen zurück nach Eisenhof und pflück einfach nochmal ein paar Eiskappen. Nur, dass man so ein paar von diesen Läuterungstränken am Start hat. Versucht, einen Fluch, eine Krankheit und ein Gift vom Anwender zu entfernen. Gerade Fluch und Gift sind eventuell in manchen Situationen sehr, sehr wichtig, dass man die entfernen muss. Wenn das so ein aussaugendes, mieses Scheiß-Pannegift ist, dann ist das sehr, sehr nötig. So, dann haben wir auch noch Kräuterkunde von der Kräuterelfe hier vorne. Herrlich. Ich glaube, ganz weiter oben sind nur noch irgendwelche Verzauberer. Können wir gerade mal gucken gehen. Falls man den Verzaubermeister sucht. Der müsste theoretisch ganz oben sein. Was bist du? Verzauberkunstmeisterlehrer. Genau das ist es. Hier kann man auch allen möglichen Gedöns. An dem seid ihr auch. Oh ja, hier ist Inschriftenkunde. Inschriftenkunde der Scherbenwelt. Lässt sich hier oben zu finden. Sie hat auch die Glyphe für ewiges Wasseraufladung am Start. Was ist das? Inschriftenkunde 52. Euer Zauber Wasserelementar beschwören ist nun von unbegrenzter Dauer. Euer Wasserelementar kann jedoch nicht mehr den Zauber Eiskälte wirken. Was immer das heißt, ein Magier wird es wissen. Also, wenn ihr Glyphe für ewiges Wasser haben wollt. Bei der Tante gibt es die. Andersrum. Haben wir denn hier oben? Hier oben ist. Oben ist nix. Was gut. Dann. Ja. Dann lasse ich mich mal hier runterfallen. Und dann gehen wir mal rein zu diesem Truppenkommandant Trollbann. Möpso, warte mal, was bist du da hinten? Meister Ingenieurslehrer Lebowski, der ist. Okay, den sehen wir da vorne, direkt neben der Festung ist er. Da hinten, ganz klein. Und, woran ich mich erinnere, der Meisterlehrer für Lederer, der ist hier an der Seite, neben der Taverne. Wenn man damit nicht rechnet, dass der neben der Taverne ist, suchst du dir einen Arsch ab. Nach dem Lehrer für Lederei. So, Schmiedekunst ist hier und Bergbau ist direkt daneben. Sehr gut. So. Möb und dann geht's weiter. In die Feste rein, in die Ehrenfeste selber rein. Da muss man gucken, ist hier noch irgendetwas an Händlern vielleicht. Ich weiß gerade nicht mehr, wo hier die Händler der Feste waren. Hier ist auf jeden Fall ein reich gedeckter Tisch. Das ist immer sehr wichtig. Hauptsache genug zu spachteln am Start. Egal, ob man angegriffen wird oder nicht. Erstmal futtern. Klingt stabil für mich. Also, ich weiß nicht, was ich hab. So. Magus Philintus. Von mir aus auch.
Könnt ihr nicht sehen, dass ich bis zum Hals in Arbeit stecke? Hä? Mal schauen, was die sich unterhalten. Genau deshalb, alter Freund, habe ich nach euch verlangt. Es gibt viel zu besprechen. Er läuft von links nach schräg nur. Okay, dann lassen wir ihn mal laufen. So, ich soll mich bei dir melden, mein Freund. Truppenkommandant Darnat. Ich bin froh, dass ihr hier seid, Bruder. Ich bin Darnat Trollbann. Anführer der Söhne des Lothar und Truppenkommandant dieser Feste. Schwupp. Willkommen in der Ehrenfeste, Torgrim. Es ist schön, euch hier zu haben. Ja, allerdings finde ich es gerade auch sehr schön, hier zu sein. Endlich weitermachen. Mit besseren Gegenständen und vor allem hier dieses Stufe 40er Assi-Zeug hier. Mal das ganze alte Gedöns loswerden. Torgrim braucht bessere Klamotten. Torgrim, 2 Jahrzehnte haben die Söhne Lothars auf der Höllenfeuerhalbinsel gekämpft. Von allen Seiten wurden wir durch die einheimischen Orks und finsteren Dämonen des brennenden Kreuzzuges belagert. Auch wenn unsere Zahl im Laufe der Zeit stark abgenommen hat, schlagen unsere Herzen tapfer nach wie vor. Dennoch, eure Person und das Eintreffen von Azoras in neuer Heldengeneration wäre ein willkommener Anblick. Wiedergeburt der brennenden Legion. Als die brennende Legion in Azoras eingefallen ist, war sie hier in der Scheibenwelt nicht untätig. Wir haben ihre Bemühungen über Jahre verfolgt, aber ihre letzte Tat, Priester, ist schlimmer als alles, was wir je gesehen haben. Das hätte mich auch sehr gewundert. Sprecht mit Unteroffizier Altumus, in der Nähe der östlichen Versorgungskarawane. Er hat die Eindringlinge beobachtet und weiß vielleicht mehr über ihre Pläne. Seid schnell und passt auf, die brennende Legion darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Sprecht mit dem Unteroffizier. Mache ich sehr gerne. Was hast du sonst noch? Den Feind erkennen? Es gibt Gerüchte, dass eine neue Brut von Orks aufkommt. Größer und bösartiger und listiger als die Rüpel, mit denen wir uns sonst herumschlagen müssen. Wenn diese Gerüchte wahr sind, müssen unsere Streitkräfte, die ohnehin schon beansprucht sind, sich über ihre Grenzen hinaus belasten. Ich habe Leutnant Amandi damit betraut, die Sache zu untersuchen. Wenn ihr uns in dieser dunkelsten Stunde beistehen wollt, meldet euch bei ihr. Sie befindet sich im zerbrochenen Turm im Westen der Feste. Seid vorsichtig da draußen. Ihr stürzt euch in eine neue, gefährliche Welt. Problem ist, die neue, gefährliche Welt weiß nicht, mit wem sie es zu tun kriegt. Nämlich mit einem richtigen Bösen und, sagen wir, Feinden gegenüber sehr schlecht gelaunten Zwerg. So, der schlecht gelaunte Zwerg bufft sich jetzt erstmal. Und schaut dann, was noch so alles zu besprechen ist. Denn hier vorne, hier hinten, ist mit Sicherheit diese, die ich jetzt nicht auf dem Plan habe. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Sie hat jetzt gesagt, im Wachturm im Westen war das, ne? Habe ich leider nicht auf der Karte. Okay, warte mal. Logbuch so. Den Feind erkennen. Wachturm, alter Wachturm im Westen der Ehrenfeste. Westen ist da drüben. Müsste das da drüben der alte Wachturm sein? Ja, der sieht mächtig alt aus. Hervorragend. Müsste dann auch jener Mensch sein. Hier ist da drüben ist die Amandi. Leutnant Amandi, hallo. Ich und die anderen Zenlotas sind schon seit beinahe 20 Jahren auf dieser jämmerlichen Welt gestrandet. Wir haben so gut durchgehalten, wie wir konnten. Trotzdem überrascht es mich immer wieder, dass die Gefahren, denen wir heute gegenüberstehen, nichts anderes sind als die Schatten unserer Fehler der Vergangenheit. Wollen wir helfen, sie zu korrigieren, okay? Gut, wir können jede Hilfe gebrauchen. Die zunehmende Ork-Bevölkerung am südlichen Bollwerk bereitet mir Schmerzen. Ich habe einen Speer losgeschickt, um sie zu erkunden. Aber er ist noch nicht zurück. Er wurde gefressen. Dein Speer, würde ich mal schätzen. Plünderer der Höllen-Orks. Plünderer der Höllen, der Orks des Knochen-Malma-Clans. Treiben sich ein sehr schön fantasievoller Name für einen Ork. Knochen-Malma-Clans, klar. Orks des Gänseblümchen-Clans oder so hätte ich jetzt auch nicht angenommen. Ne? So. Sich bei den zerstörten Kriegsmaschinen am Pfad des Ruhmes herum. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Höllenorks Teile der Maschinen für ihre Meister in der Höllenfeuerzitadelle sammeln. Wir müssen sie aufhalten. Sucht im Norden nach Knochen, Malbantorgem. Sucht sie, tötet sie, sammelt alles ein.
Sucht sie, tötet sie. Schaut mal, was das für ein schöner Zauberstab ist. Ist das nicht ein schöner Zauberstab? Der ist unser. 100. So, nichts verkommen lassen. Was willst du noch? Verstärkung ist gut, aber ich sehe nicht, dass sie irgendwelche Karren mit Barren oder Holz durch die Gegend ziehen. Schaut euch um, Freunde, die Bäume sind knapp und die Minen voller Legionsabschaum. Mir gehen die Vorräte aus und ich versuche schon, sie, wo ich kann, zu ersetzen. Aber so langsam müssten wir anfangen, alles, was wir bekommen können, wieder zu verwenden. Am südlichen Ende des Pfads des Ruhms steht ein Haufen alter Belagerungsmaschinen rum. Ein paar der Teile kann man immer noch verwenden. Habt ihr Lust, mir bei einer Wiederverwertungsaktion zu helfen? 8 Stück Metall und 8 Stück gebrauchtes Holz zu Dampfi in der Ehrenfeste. Okay. Alles klar. Dann sammeln wir das auch mal ein. So, wo sind wir denn jetzt? Dampfi in der Ehrenfeste. Ja, genau, das hier. Um mal so zu sehen. Das hier ist dann diese Halbinsel, die Höllenvorhalbinsel. Und das ist der Himmel der Scherbenwelt, der immer noch durchzogen von Bändern mit Fellmagie ist. Also die tödliche Dämonenmagie umfasst diese Welt immer noch. Und schadet auch dieser Welt immer noch, glaube ich. Sodass hier eigentlich alles, was man hier so findet, oder sagen wir mal, das meiste, was man hier findet, tot und im Arsch ist. Irgendwie. Ja, ich glaube, fast da kommen, gehen wir wahrscheinlich später irgendwie rein. Was ist da? Pionier der Gun Ark. Ja, genau, das ist auch noch irgendein komische, kleine, hässliche, miese, fiese Butzelzwerge. Und das ist schon das erste gebrauchte Metall. Okay. Deal. Machen wir so. Ich glaube, dann gehe ich erstmal nach Norden, ne? Wie der gerade in Quest gesagt hat, hier müsste ja dann irgendwo zu den alten Belagerungs... Haben doch irgendwas von wegen alten Belagerungsmaschinen gesagt. Oh, moin, meine Freunde. Moin. Die sind alle Stufe 60 hier. Die kommen gleich bestimmt angeschissen. Die haben bestimmt einen Akkuradius wie sonst was. Genau, da ist er schon. Komm, du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Erste Gegner, den wir töten, ist ein Schwein. So, zack. Da ist es im Sack. Und das ist prima. Gesprungener Ebenhauer habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, du bist ja gar nicht 60. Du bist 58. Hervorragend. Ja, weil man ab Stufe 58 nämlich in die Scherbenwelt rein darf. Klatsch. So. Und deswegen ist es so. Deswegen ist es so, dass die allerersten Gegner für die allerersten Quests hier tatsächlich 58 sind. Um Spielern auf Stufe 58 den Einstieg wohl etwas zu erleichtern. Ich denke mal, so ist das gedacht. Gebrauchtes Metall und gebrauchtes Metall. Super. So, wer bist du? Heribert der Wilde, da kommt er. Aber Heribert der Wilde kriegt jetzt mal fies die Festplatte formatiert von uns hier. So, und ich freue mich auf meinen neuen Zauberstab, wenn wir die 20 Orks weggebraten haben. Mal ohne Scheiß. Können sich die Dämonen mal direkt fett in Acht nehmen, ja. Warte mal, bist du für einer? Okay, du bist kein Elite. Dann bist du mir egal. In dem Fall bist du mir egal. Aber down kriegst du mich nicht. Rems. So.
Ich habe glücklicherweise genug Selbstheilung, um mich so selber zu versorgen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. So. Jetzt packen wir noch so ein bisschen Kram ein, warten, bis der Willensentzug abgelaufen ist. Und dann kommt der nächste Arsch auf den Plan. Dankeschön. So. Ja, und jetzt durch den Willensentzug zieht man sich hier richtig schön viel das Mana rein. Das haben wir gleich. Das, was wir gerade verbraucht haben, haben wir jetzt gleich schon wieder drin. Siehst du? Genau das meine ich nämlich. Genau das ist nämlich hier der Plan. Lauf doch nicht weg. Wo willst du denn hinlaufen? Maximale Distanz zwischen mir und dem Gegner aufrechterhalten. Damit er schön spät bei mir ist. Und auch schön der Match zwischendurch kriegt. So. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ne? Ja, ein bisschen mehr Holz als gewöhnlich wäre ganz schön. Dann liegt noch Metall rum. Ich möchte aber erstmal auf die andere Seite. Da ist noch so ein Räuber. Ein Strauchdieb. Pass mal auf. Tschüss. So, was habe ich da gelootet? Was ist das? Netherstoff, genau. Der neue Stoff, die neue Stoffsorte, die es hier gibt. Instabilität, zerstört sich selber. Dann mach dich mal weg. Zerstöre dich selber mal ein bisschen weiter weg von mir, damit ich dich nicht so direkt an mir am Pelz habe, wenn du dich selber zerstörst. Dankeschön. Und da haut er auch schon ab. Das ist prima. So, die doofe Pet kommt jetzt gleich angeschissen hier. Den scheiß Wolf, den bringen wir auch direkt noch hoch wieder. Komm. Du willst es doch auch. Zack, so, hier läuft noch sehr viel, liegt noch sehr viel Metall rum. Gebrauchtes Holz, gebrauchtes Holz. Wir brauchen mal ein bisschen mehr von diesem Holz hier, Mann. Das ist ganz gut. So. Genau, Metall haben wir jetzt genug. Holz haben wir noch lange nicht genug. Man merkt aber, dass diese hier generell ein wenig gemeiner sind, weil die einfach nicht so schnell abrauchen. Zack, so. Aber dadurch, dass ich jetzt so lange Pause hatte und komplett aufgeladen bin, gibt es schön viel Erfahrung. Ich bin ja mit Bonuserfahrung aufgeladen. Jetzt kriege ich einfach mal das Doppelte an Erfahrung wieder. Sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil es tatsächlich so ist, dass ich mich auch mal ein bisschen sputen sollte in Sachen Hochleveln. Weil in der Gilde tatsächlich noch wohl der ein oder andere Raid-Platz frei ist. Und sie schon mit Leuten von anderswo auffüllen müssen. Aber gildenintern wäre das natürlich viel besser. Und deswegen wird es Zeit, mal ein bisschen höher zu leveln. Und mal wenigstens zeitnah diese Scherbenwelt durchzukriegen. Wobei wir ja gerade erst am Anfang stehen. So. Gebrauchtes Holz braucht es noch. Was ist das? Du bist ein goldener Sansam. Sehr schön. Das ist aber auch eine Azeroth-Art. Ne? Genau. Knochenrufer der Fußhupen.
Nee. Was auch immer. Gleich habe ich einen vernünftigen Zauberstab hier. Zack. Uns kriegt gleich was auf die Mappe. Können Sie mal sehen. So, 7 von 8 gebrauchtes Holz. Ork der Knochenmalmer. Getötet. Geht auch. Es geht ja immer sehr vorsichtig los. Egal, wo man hinkommt, es geht immer erst mit Holz sammeln oder irgendwelche Viechers töten los. Und danach kommt man dann irgendwann zu etwas mehr Story. Aber jetzt gerade genieße ich das einfach irgendwie so ein paar von diesen Orks wegzupumpen. Weil auch bei Orks macht das Sterben richtig Spaß. Also, ne? Macht das Töten richtig Spaß. So. Die kann man, da kann man auch drüber herziehen. So schön drüber schimpfen und alles ist absolut herrlich. In jedem anderen Spiel muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt, je nachdem, wie realistisch das gehalten ist. Ich meine, dass man dann irgendeine Volksgruppe aus Versehen beleidigt oder so, obwohl es eigentlich nur ein Spiel wird, ist, sollte zu verstehen sein, aber ist eben nicht jedes Mal so. Kennt man ja. So. Du kriegst es dann, du miese kleine Ratte. Oh, das ist noch so einer. Ja, diese Reitwölfe gibt es hier aber häufig, wa? Dann hauen wir ihm eben platt. Yes. So, willst du noch was? Komm, du willst auch noch was. Du siehst so traurig aus. Ich muss dich noch gerade mal ein bisschen wegpumpen hier. Sehr gut. Ja, ich glaube, das war's schon, ne? 41% Mana. Sehr gut. Dann hat das Mana also auch mal wieder gereicht. Ja. Mal schauen, wie es später so läuft. Ich habe die Hoffnung tatsächlich. Boah, lass mich doch in Ruhe, ne? Ich habe die Hoffnung tatsächlich, den Willensentzug irgendwann rauszunehmen, um diese Punkte frei zu haben, um mehr sinnvolleren Kram zu skillen. Als diesen doofen Willensentzug. Natürlich kommt noch ein zweites Schwein ins Logo. Na, dann hau doch ab. Warte mal, war das an diesem? Ich bin am falschen Wachturm. Ja. Und ich komme nicht mehr aus dem Kampf raus. Das ist ja ganz toll. Der Kampfmodus ist verbuggt. Oder? Nee, doch nicht. Jetzt ist es weg. Gut. Sehr geil. Dann gehen wir das kurz ab. Und ich glaube, zwischendurch, so nebenbei, werde ich dann noch den restlichen Kram aus dem Inventar raussortieren. Beziehungsweise auf die Bank sortieren. Und dann müsste es das eigentlich soweit sein. Jo, dann müsste es das eigentlich soweit sein. So, wo haben wir jetzt? Warte mal, ich muss ein wenig nach oben und dann nach Westen, genau. Und dort ist dann diese Tante zu finden, die uns dann den neuen Zauberstab gibt, weil auf den bin ich jetzt echt scharf. Der Zauberstab ist von 48, ist tatsächlich sogar das Beste, was ich sonst zwischendurch immer mal wieder gekriegt habe. Ansonsten bin ich an keinen anderen Zauberstab ranzukommen. Der ist, glaube ich, sogar aus dem Auktionshaus, glaube ich. Anderswo hat man nichts gekriegt. Nichts verkommen lassen. Genau, ja. Gib mir dieses und ja, das ist leider alles nicht so ganz das, was man braucht. Also nehmen wir das Plattenstück, weil das Plattenstück tendenziell am meisten wert ist. So, schwupp. Die Unerwünschten zerstören. Jetzt, da unsere Bergungsaktion ins Rollen gekommen ist, ist es an der Zeit, die zweite Phase unseres Plans einzuläuten. Am Pfad des Ruhmens hat die Horde immer noch ihre alten Klingenwerfer postiert. Lasst euch von ihrem Alter nicht täuschen, Torgrim. Sind immer noch sehr gefährlich. So sehr wir auch versuchen, alles zurückzuerobern, was wir können, können wir nicht erwarten, dass die Horde ihre Waffen einfach so abbaut. Nehmt die Fackel und zündet die übrig gebliebene Belagerungsrüstung an. Ich werde die Sicherheit der Ehrenfeste nicht dem Zufall überlassen. Okay, da kriegt man auf jeden Fall schöne neue
Beinkleider. Mann. In kleidsamem Blau. Ich freue mich. So. Und dann Plünderung der Orks. Genau, das können wir jetzt. Nein, ich will nicht, dass das blöde Schlitzmesser. Schildhanddolch ist bestimmt für alles, was so schurkisch abgeht oder rumschurken will. Ist mit Sicherheit super. Aber gerade finde ich die Route der Verwüstung absolut Hammer. So, noch mehr Erfahrung, hervorragend. Was möchtest du jetzt? Schwarze Magie. Toll, in unseren Schlachten mit den Höllenorks des blutenden Auges haben wir Schmuckstücke mit magischen Kräften bei ihnen gefunden. Diese Orks haben die Insignien der gefallenen Soldaten der Ehrenfürste gesammelt und verflucht Talisman aus ihnen gemacht. Wir befürchten, dass die schwarze Magie des blutenden Auges unsere Insignien in böse Amulette verwandelt haben, die sie gegen uns einsetzen können. Sucht einen solchen Talisman bei den Orks des blutenden Auges in Zeth'Gor, im Osten, bringt ihn zu Korporal Eisengrad im Expeditionsposten nordöstlich von Zeth'Gor. Machen wir. So, ansonsten hat sie nichts für uns. Hervorragend. Dann möchte ich aber einmal, wo ist jetzt? Genau, das ist dieses Plattengedöns. 3 Goldwert, das verticken wir gleich. Wo ist der Zauberstab? Hier. So, Zaubermacht 7 und eine ganze Menge anderen Kram. 73,7 DPS. Der wird eine ganze Menge Attacke geben, der Zauberstab. Sehr schön. So. Was heißt, wo ist denn dieses Zeth'Gor dann? Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich glaube, ich werde gleich erstmal nachgucken, wo dieses Zeth'Gor ist. Für den Moment sind wir bei 41 Minuten. Ich beende gerade mal diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es dann heißt, den Orks von Zeth'Gor gepflegt auf die Eier zu gehen. Und dann denke ich mal noch die höllenvolle Halbinsel etwas weiter zu erkunden. So. Und natürlich Legion zu töten. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Wenn ihr die Zeit hier gerade genossen habt, dürft ihr mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Alles, was an Verbesserungsvorschlägen aufkommt, bitte gerne unten in die Kommentare rein. Und bitte kein Geflame oder sonst irgendwas. Das muss da wirklich nicht sein, ne? Alles klar, bis demnächst. Tschüss, tschüss.